Moni, zeig doch mal. Hallo, meine Lieben, herzlich wieder eingeschaltet zu einem neuen Video von Aida Cosma und zwar zur Moni Zeig mal Edition. Ja, ich habe euch gefragt auf Instagram, was soll ich euch von Aida Cosma denn zeigen? Denn es gibt schon einen kompletten Schiffsrundgang von Aida Cosma. Ich war ja im April schon hier, als wir in Dubai waren. Und genau, da könnt ihr euch ansehen, das komplette Schiff inklusive Restaurants und Essen und so weiter. Und hier in dem Video habt ihr mir auf Instagram in der Story geantwortet, was ihr gerne sehen möchtet. Und das zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß. Moni, zeig doch mal dein Badezimmer. Das ist nicht nur meins, meine Eltern sind ja auch noch dabei. Aber ja, hier ist das Badezimmer auf Aida Cosma in einer Balkonkabine. Nicht so viel zu zeigen. Seife ist da, natürlich ein Schminkspiegel, Toilette und die Dusche. Moni, zeig doch mal den höchsten Punkt vom Schiff. Ja, hier bin ich. Auch der FKK-Bereich und hier gibt es so Liegeflächen. Hier gibt es auch keinen Aufzug hoch. Ich glaube, das ist mittlerweile Deck 19. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ja, es müsste Deck 19 sein. Bis 18 kommt man, glaube ich, mit dem Aufzug hoch. Genau, und das ist der höchste Punkt hier auf dem Schiff. Ich bin jetzt hier auf diesen Holzliegen noch drauf geklettert, damit ich wirklich am höchsten Punkt bin. Ja, so sieht es hier aus von hier oben. Da hinten sieht man die Rutschen. Ja, kann man gut aufs Schiff gucken. Ja, das ist der höchste Punkt auf dem Schiff, auf Deck 19. Moni, zeig doch mal Deck 5. Also, ich glaube, das habt ihr verwechselt mit einem anderen Schiff von Aida. Weil auf Deck 5, bei Aida Cosma, gibt es eigentlich gar nichts außer Kabinen und einen Waschsalon. Und das Marktrestaurant. Also, das, ja, das gibt es auf Deck 5. Aber ansonsten, ich weiß, dass auf anderen Schiffen auf Deck 5, soweit ich weiß, einen Außenbereich gibt, wo man auch liegen kann und rumlaufen und auch der Joggingweg ist. Das ist aber auf Aida Cosma nicht der Fall. Hier sind wirklich nur Kabinen und halt das Marktrestaurant, das ich euch gerne zeigen werde. Aber sonst gibt es hier tatsächlich nichts außer Kabine. Sieht es ja auch nochmal, hier kann man nicht rausgehen. Es flackert jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das präventieren kann. Ja, also hier gibt es nur Kabine und hinten das Marktrestaurant und das war's. Wir waren ja tatsächlich auf Deck 5, als wir im April waren. Da hatten wir auch eine Balkonkabine auf Deck 5 und war sehr praktisch, weil das Marktrestaurant in der Nähe war. Aber ihr seht, hier gibt es nur einen langen Gang bis hinten zum Marktrestaurant. Wir sind am Ende von Deck 5 angekommen und ihr habt hier das Marktrestaurant. Ist gerade geschlossen, weil wir nachmittags haben. Aber das Marktrestaurant, da gibt es alle möglichen Gerichte, halt so auch international. Als wir dort waren, gab es verschiedene Currygerichte und so. Also man findet hier auf jeden Fall was zu essen, es ist sehr lecker, aber auch sehr beliebt. Das ist eines der beliebtesten Restaurants, vor allem auch fürs Frühstück. Aber ja, hier findet wirklich jeder was zu essen. Ja, das war's auf Deck 5, mehr kann ich euch nicht zeigen. Moni, zeig doch mal deinen Lieblingsort, den mit der schönsten Aussicht, den schönsten Fotopunkt. Also für mich ist es der Skywalk hier auf Deck 17, ganz hinten auf dem Schiff. Erstmal könnt ihr hier immer runter gucken. Natürlich, wer Höhenangst hat, nicht so ideal, aber genau, ihr könnt hier immer runter gucken. Und ja, hier könnt ihr auch echt schöne Bilder machen. Ich finde eh die Aussicht aufs offene Meer immer sehr, sehr schön. Und ja, so sieht das hier aus. Und könnt ihr dann Bilder machen. Moni, zeig doch mal die Shops auf Aida Cosma. Ja, es gibt verschiedene Shops. Hier haben wir einmal das Juwelier und Accessoires, den Accessoires-Laden. Ja, ich werde das nochmal durchgehen. Hier könnt ihr natürlich Sonnenbrillen bekommen, verschiedener Art. Hier gibt es einmal Handtaschen, ein Liebeskind oder auch Captain Sun, Tommy Hilfiger. Liebeskind zum Beispiel. Natürlich die
bekannten Badekartenanhänger könnt ihr hier auch kaufen, in verschiedensten Ausführungen. Es gibt Schmuck, ja, ein paar Handtaschen, heute im Sale. Calvin Klein haben wir hier, glaube ich. Ja, hier Captain Sun Rucksäcke auch noch im Angebot. Und hier haben wir noch Schmuck und Uhren. Kriegt ihr hier in dem ersten Shop. Dann auf derselben Etage, auf der 6, auf der gegenüberliegenden Seite, habt ihr noch den Kiosk. Da könnt ihr dann sowas wie Sonnencreme oder Zahnbürsten und halt alles Mögliche kaufen, Snacks und Alkohol und Zigaretten. Man muss dazu sagen, die Shops haben nur geöffnet, wenn das Schiff auf See ist, also wenn es fährt. Nicht, wenn es im Hafen steht, weil das eine steuerfreie Zone ist. Deswegen haben die Shops nur offen, wenn das Schiff fährt. Genau, hier im Kiosk könnt ihr Windeln kaufen, Tampons, Taschentücher, falls ihr was vergessen habt, irgendwie Zahnbürste, Zahnpasta, Haarspray und so weiter und so fort. Kommt ihr alles hier. Aber auch Wasser, Getränke, Alkohol, Zigaretten und da hinten habt ihr noch ganz viele Süßigkeiten. Bücher gibt es hier sogar auch. Dann hier auf Deck 6 gibt es noch einen weiteren Laden und zwar auf der anderen Seite von der Rezeption. Hier gibt es dann so Klamotten oder hier diese Quietschenten, Schuhe von verschiedenen Marken. Rosa Rosen gibt es hier, ja, als Oliver, Klamotten, Weihnachtskarten oder normale Karten, Klamotten, Flipflops, Unterwäsche für Männer, Tommy Hilfiger, Drax, das sind hier so Marken, die eigentlich auf allen Schiffen ganz gut vertreten sind, auch nochmal Tommy Hilfiger Schuhe. Dann ja, gibt es hier auch noch Bademode, findet ihr da. Auch Unterwäsche, hier werden auch Geschenke gerade eingepackt für Weihnachten. Und hier gibt es nochmal Schmuck, Sonnenbrillen. Nochmal Schmuck, ja. Also kann man auf jeden Fall genug rumschlemmen, das war's aber nicht. Das war's noch nicht. Wir gehen nämlich jetzt noch ein Deck höher auf Deck 7. Da ist nämlich auch der AIDA-Shop. Schaut mal, wen ich entdeckt habe. Ganz geheim. Stitch. Der wahrscheinlich so viel Lebkuchen gegessen hat und deswegen braun ist. Aber ein bisschen Disney-Touch hier an der Rezeption. Gibt's hier auch. Auf Deck 7 habt ihr dann den AIDA-Fanshop. Hier bekommt ihr alles Mögliche von AIDA-Merchandise. Flüchis. Schießen A, sogar Lego könnt ihr hier kaufen. Dann, ja, verschiedene Lego-Sachen, Magnete findet ihr hier als Erinnerung von allen Schiffen, auch AIDA, Mars, Sol. Dann gibt es hier noch mehr AIDA-Pins, gibt es hier nochmal Magnete aller Art, Flipflops mit AIDA-Logo, Badelatschen. Dann gibt es hier weiß nicht, was ist es? Seife. Kaffeeseife. Dann ein Wasserball, Schlüsselanhänger, T-Shirt, Handtuch. Schiffsmodelle könnt ihr euch hier kaufen. Von, ist das Cosmo? Müsste ja Cosmo sein, ist ganz schön schwer. Boah, habt ihr mal übergewischt im Koffer. Dann gibt es auch Sonnenbrillen. Dann gibt es hier so ein Zelt. Ein Bären als Kapitän nochmal, ein Modellschiff, aber hier ist jetzt die Diva drauf. Und nochmal so Glasdinger, jetzt das hier ist die Perla, die Luna. Dann die Spiele, Tassen, okay, also hier ist die Kinderabteilung, hier eine Spielesammlung, Kindersachen. Rucksäcke, nochmal Pins, Leuchtpuzzle.
Regenschirme. Na, Felix? Und. Entschuldigung. Dann gibt es dann noch Armbanduhren. Falls jetzt kalt wird, Schal, Handschuhe, Mützen. Solche Tücher gibt es hier. Dann noch ein paar Klamotten mit AIDA-Logo. Für Frauen, für Herren. Shorts. Rockbox Bar. Ja. So sieht das hier aus. Im AIDA-Shop. Auch eine Weste gibt's hier. Noch mehr Spielzeug von Lego, Playmobil. Faber-Castell, Puzzles. The Frozen haben wir hier dabei. Lego Duplo, hier was für die Kleinen. Und Barbie. Gibt's auch. Das war's. Auf Deck 8 vor dem Friseur gibt es noch eine Parfümerie. Ihr könnt verschiedene Parfums kaufen von allen verschiedenen Marken. Keine Ahnung, jetzt mein Lieblingsparfum zum Beispiel hier. Carolina Herrera Good Girl. Da habe ich ja alle möglichen Flaschen vorne. Ihr seht immer, was der Preis hier an Bord kostet. Ja, wie gesagt, viele verschiedene Parfums, auch Männerparfums. Habt ihr hier Geschenksets, natürlich zu Weihnachten. Und auf der anderen Seite habt ihr dann auch nochmal Duschgel, Cremes, verschiedene Marken von Badefee hier. Auch Rituals habt ihr hier, verschiedene Sachen, Shiseido. Ja, hier könnt ihr euch dann auch natürlich beraten lassen. Falls ihr was vergessen habt, falls ihr noch was braucht, was kaufen wollt, kommt ihr das hier auch. Clarins, und wie gesagt, Shiseido, Lancôme, alles. Was teuer ist, findet ihr hier auf dem Schiff auf jeden Fall. Moni, zeig doch mal die Poolbereiche. Ja, es gibt verschiedene Poolbereiche. Ich bin jetzt hier auf Deck, ich glaube 18 vorne. Hier ist ein Pool, hinter mir ist der FKK-Bereich. Ihr seht, es ist gerade nicht viel los. Erstens, weil wir auf Lanzarote stehen. Also im Hafen, da ist immer generell weniger los an den Pools. Und zweitens, es ist schon kühl. Also für mich wäre es zu kühl, ins Wasser zu gehen. Deswegen. Aber es gibt an den Seiten noch Whirlpools hier. Oder da. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen. Ja, das ist jetzt ein Bereich. Wie gesagt, es ist noch ein Innenbereich. Und ganz hinten gibt es auch noch einen Poolbereich, wo man dann den Infinity Pool auch hat. Und für die Frostbeulen unter uns gibt es auch einen Innenbereich. Das heißt, ihr könnt hier auch im beheizten Pool liegen, im Whirlpool, und müsst draußen nicht frieren. Moni, zeig doch mal den Infinity Pool. Ja, ich habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt, um den Infinity Pool abends zu filmen, damit keine Menschen drin sind. Und ja, ist natürlich jetzt abends ein Netz bedeckt, aber das ist der Infinity Pool auf Deck 16, ganz hinten. Natürlich an Seetagen mega busy und auch sehr voll, sehr begehrt, und deswegen ja jetzt hier einmal abends. Moni, zeig doch mal die verschiedenen Restaurants und Essensmöglichkeiten und Essen und Trinken und alles Mögliche. Ja, es wird ein bisschen langerer Teil, da es natürlich sehr viele Restaurants gibt hier. Wir fangen mit den Buffet-Restaurants an und mit dem beliebtesten Restaurant, und zwar das Marktrestaurant. Es befindet sich hier auf Deck 5 und ganz hinten, also die Restaurants allgemein sind entweder hinten oder in der Mitte vom Schiff. Und ja, wie gesagt, das Marktrestaurant, das beliebteste, da findet ihr alles Mögliche an internationaler Küche. Als wir dort waren, gab es Curry, aber es wechselt natürlich täglich. Aber auch, wie gesagt, sehr beliebt, auch fürs Frühstück, relativ voll. Ja, muss man mögen. Aber das ist das erste Restaurant. Das zweite der 5 Buffet-Restaurants ist das Bella Donna Restaurant. Findet ihr auf Deck 6 hinten, eins über dem Marktrestaurant. Ja, hier könnt ihr vor allem italienische Küche finden, wie es schon der Name sagt. Weiter auf Deck 6 befindet sich dann das East Restaurant, auch ein Buffet-Restaurant, und zwar ein asiatisches. Ja, hier seht ihr die fünf Buffet-Restaurants. 1, 2, 3, 4, und das East Restaurant
das fünfte, das sie auch noch nie mal geöffnet haben. Und hier gibt es, wie gesagt, vor allem Asiatisches. Wir waren tatsächlich ja noch nicht essen. Mal gucken, ob wir es noch schaffen. Aber bekommt ihr schon mal einen kleinen Eindruck. Ich habe mir jetzt natürlich extra eine Zeit ausgesucht, wo hier keiner ist, damit ich hier in Ruhe filmen kann. Und euch einen Eindruck zeigen kann. Es bleibt asiatisch, wenn wir weiterlaufen. Dann kommen nämlich zwei Spezialitäten. Es sind nicht zwei Spezialitäten, wie nennen sie es denn dann? Es sind halt Restaurants, wo man auf jeden Fall einen Aufpreis bezahlen muss. Wir waren im April hier schon mal im Teppanyaki Asia Grill. Da, wenn es euch interessiert, schaut da gerne mal in die Vlogs vom April. Mega cool, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier der Teppanyaki Asia Grill, aber da muss man halt fürs Essen und auch für die Getränke bezahlen. Hier steht es, die sind à la carte Restaurants. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la carte Restaurants und eins davon ist jetzt der Teppanyaki Asia Grill. Und eins weiter haben wir dann noch das Sushi-Haus, was auch ein à la carte Restaurant ist. Und dort werde ich auch jetzt auf dieser Reise zum ersten Mal essen und euch auch dann gleich noch Eindrücke zeigen. Sushi-Haus und Hot Pot gibt es hier, also beides. Hier gibt es Sushi und auf der anderen Seite dann Hot Pot. Hier seht ihr dann zum Beispiel die Fläche, wo man dann den Hot Pot macht. Das war jetzt alles auf Deck 6. Auf Deck 7 geht es weiter mit dem French Kiss, ein Spezialitätenrestaurant, ein französisches. Und hier ist das Essen inklusive. Ihr müsst aber die Getränke bezahlen. Laufen wir mal kurz durch. So sieht das Ganze hier dann aus. Ein weiteres Restaurant hier, ein Spezialitätenrestaurant auf dem Schiff, ist das Best Burger at Sea. Und hier gibt es verschiedene Burger. Moment, schauen wir mal hier. Das sind halt die Daily Burger. Die wechseln täglich und dann gibt es halt die Standard Burger. Das sind hier. Preis, also Kosten auch inklusive, aber Getränke muss man separat bezahlen. Ich habe jetzt hier den spanischen Burger von heute. Genau, so sieht er aus. Und. Hier sieht es so aus. Die Plätze sind tatsächlich sehr begehrt. Also es ist immer eine Schlange draußen, um die Mittagszeit. Abends nicht so viel, aber mittags auf jeden Fall kommen die Leute hier sehr, sehr gerne hin und müsst ein bisschen Wartezeit auf jeden Fall rechnen. Aber ein sehr schönes Restaurant. Direkt hinter dem Best Burger at Seas findet ihr das Oceans, das Fischrestaurant. Und auch ein Spezialitätenrestaurant. Bedeutet, Essen ist inklusive, Getränke. Kostenaufpreis außer eine Getränkepauschale. Ja, sieht jetzt unspektakulär aus. Wenn ich Videomaterial habe vom Essen, zeige ich natürlich immer im Anschluss oder lege es drüber auf die Videospur. Und ganz hinten auf Deck, ich überlege, 7 ist das Yachtclub-Restaurant, ein Buffet-Restaurant. Davon habe ich auch ein paar Aufnahmen vom Buffet, zeige ich euch jetzt auch vom gestrigen Abendessen, wo wir da waren. Ich bin jetzt hier im Yacht-Club-Restaurant, ein Buffet-Restaurant, was sich eher auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisiert, aber es gibt nicht nur Fisch und Meeresfrüchte, also ihr findet hier auch was anderes, auch Fleisch oder vegetarische Sachen, jetzt zum Beispiel jetzt, heute Roastbeef, aber natürlich auch zum Beispiel einen Garnelensalat mit Mangowürfeln. Ja, es gibt auch klassische Sachen wie Nudeln, aber auch Spare Ribs oder hier gibt es zum Beispiel Ochsenschwanz-Ragout. Aber wie gesagt, es gibt auch Fisch. Hier zum Beispiel gibt es Garnelen, die waren sehr, sehr lecker, die habe ich heute gegessen. Oder frittierte Tintenfischringe oder hier Lachssteak. Oder auch hier zum Beispiel gedämpfte Halbutt mit Bohnenspeck und Fenchel. Was das Yachtclub-Restaurant auszeichnet, sind die Eisglas, also es ist kein echtes Eis. Das können wir mal jetzt gucken. Ja, es sind einfach Glas- oder Plastikskulpturen, aber sieht aus wie, wie Eis. Genau, das ziert sozusagen den Eingang vom Yachtclub-Restaurant. Und ja, es gibt zwei Seiten, wo das Buffet sich aufteilt, damit die Menschen natürlich sich auch aufteilen können. Schauen wir noch mal kurz über die Dessert.
Auswahl heute. Das ändert sich natürlich jeden Tag. Hier gibt es solche bayerische Creme mit Waldbeersoße oder Brownie Cheesecake. Hier gibt es Bananencreme. Thank you. Contro-Gelee mit Himbeeren oder Cheesecake-Creme mit Erdbeersoße. Frisches Obst gibt es natürlich auch. Und auch geschnittenes Obst. Mit jetzt hier zum Beispiel Melone, Maracuja, Ananas, oder? Ihr seht ja gar nichts, was eine Melone. Auf Deck 8 geht es weiter mit dem Brauhaus, was auch ein Spezialitätenrestaurant ist. Getränke müsst ihr selbst bezahlen, außer eine Getränkepauschale. Und Essen ist inklusive. Hier seht ihr mal die Speisekarte. Jetzt gibt es aktuell zum Beispiel eine Ente zur Weihnachtszeit mit Knödel und Rotkohl. Ja, hier sitzen natürlich jetzt noch ein paar Leute, weil es hier was zu essen gibt. Und hier im Brauhaus wird tatsächlich auch das eigene Bier gebraut. Das könnt ihr natürlich dann hier verzehren. Die Lager, ich weiß nicht, wie das heißt, seht ihr dann hier. Steht auch Braukeller. Direkt neben dem Brauhaus befindet sich das Mamma Mia Restaurant. Auch wieder ein Spezialitätenrestaurant mit italienischer Küche. Und hier waren wir auch im April. Das war auch sehr, sehr lecker, das Essen. Ich weiß nicht, ob das Menü sich ändert oder ob es immer dasselbe ist. Wir sind bei diesem Trip jetzt nicht mehr hier. Aber hier habt ihr auch mal die Karte. Könnt ihr mal schauen, was es so gibt. Es gibt, seht ihr gar nicht, Moment. Da, Antipasti zum Beispiel. Hier habt ihr Pizzen. Aber das ist nicht alles, das ist ein Ausschnitt der Karte. Es gibt auch Pasta und ich weiß nicht, ich war pappsatt, als wir hier im April essen waren. Und das war's an Deck 8. Da hinten ist noch die Eisbar, wo ihr dann auch euch verschiedene Eisbecher kaufen müsst. Also ist nicht im Preis inkludiert. Da kann ich euch mal zeigen, wie es hier aussieht. Sieht schon sehr schmackhaft aus. Wir sind heute im Time Machine Restaurant, eine Dinnershow, und da nehme ich euch jetzt mit. Nein. Warum das denn? Warum sagen Sie denn nichts? Soll ich da selber drauf kommen oder was? Sie hätten mir auch mal ein bisschen helfen können, gute Frau, ne? Naja, das war ja noch alles in der Zeit. War noch alles in der Zeit, sagen Sie, dann kann ich ja wieder gehen. Aber nicht so lange. Nein, ich bleib doch. Gerade so bin ich noch nicht. So, und Sie wollen Essen, Zeitreise? Alles. Hört sich so an. Alles. Ah, Sie wollen alles, was Sie kriegen können, ne? Ja. Kleiner Finger, ganze Hand, ich merke genau. Das schon, ja. Alles so in 2 Stunden oder so. Alles in 2 Stunden, meinen Sie? Warum nicht? Also Sie wollen auch noch ein Zeitlimit setzen. Sie wollen heute richtig stressen, Sie wollen richtig Druck. Ne, Hauptsache Sie haben Urlaub und Sie stressen mich aber. Nein. Gute Frau, so nicht, ne? So nicht. Irgendwann ist auch mal Schluss, ja? So, Sie haben aber schon eigentlich... Daniel, du findest mir diese Falte, mein Lieber. Ich bin auch gleich unten in der Time Machine zuwege. Und ich sag das mal so. Wenn du da nicht sitzen solltest. Hey, hast du alles richtig gemacht? Ne, hast die Falltür gefunden, bin ich ganz so stolz auf dich. Ne, mega, mega geil, sag ich da. Wenn du da sitzen solltest, mein lieber Daniel, ja. Dann haben wir beide ein fettes Problem, haben wir uns verstanden? Ja, wunderbar. So, rein mit ihm, ne, wenn sie drin sind. Wir sitzen jetzt in der Time Machine und es kostet 25 Euro pro Person. Inklusive Getränke und ein 3-Gänge-Menü. Ihr könnt euch auswählen zwischen Fisch, Fleisch und vegetarisch. Und ja, ansonsten mal gucken, was uns erwartet. Hier steht schon so eine sehr eigenartige Butter. Und ja, Brot steht auch schon auf dem Tisch. Wie Sie sehen, befinden wir uns gerade noch im Dock. Aber das wird sich schon bald ändern. Puh, wartet! Was ist los? Riechst du es nicht, Jamie? Nein. Nein? Robin, kannst du es riechen? Nein? Männer, wie riechen Sie?
Ich rieche. Ich rieche. Abenteuer liegt in der Luft. Und es riecht fantastisch. Klaus, sind Sie jetzt bereit, ein Abenteuer zu erleben? Ja, natürlich. Dachte ich mir schon, dass Sie ein richtiger Abenteurer sind. Dann ist es natürlich an der Zeit, das Ziel unseres heutigen Abends zu verraten. Was war das? Jenny? Befehle Nummer 1 lautet: Halt, Sabine, Prösterchen! Nehmen Sie noch einmal die Gläser hoch in die Lüfte! Schauen Sie Ihren Liebsten jetzt noch tiefer in die Augen! Unsere Hauptspeise, eben gab es Rinder-Tatar als Vorspeise bei mir mit Rote Beete, war sehr, sehr lecker. Das ist meine Hauptspeise, Perlhuhn mit Erbsenpüree und keine Ahnung. Und das ist Fisch, das ist sehr kalt, das Kabeljau, ne, da ist Erbsenpüree, ich weiß nicht, was hier gerade ist. Genau, da ist auf jeden Fall Kabeljau und ich habe die Fleischvariante. Ist jetzt da. Wir haben alle das Gleiche. Es gibt nur eine, es gibt keine Auswahl an Dessert, aber sieht echt mega schön aus. Wir sind zurück aus dem Thai Machine Restaurant. Wie gesagt, es gibt 3 Gänge. Ihr könnt euch aussuchen, Fisch, Fleisch oder vegetarisch. Ansonsten ist das Menü fest. Wahrscheinlich, wenn ihr Allergien oder so habt, würde ich schon drauf Rücksicht nehmen. 24,90 € pro Person, inklusive Getränke, Wein, Bier, Softgetränke sind mit im Preis inkludiert. Was sage ich dazu zur Show? Ja, es ist in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also es ist nichts für, also es ist nicht ruhig, es ist auf jeden Fall auch laut. Für Kinder würde ich sagen, es ist auch spät, weil es ist immer fest, um 20 Uhr bis 22 Uhr. Und wie gesagt, also die Show hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, das Essen war auch in Ordnung, es hat uns allen geschmeckt. Aber, also, ich würde dann wahrscheinlich, wenn ihr nur eine Woche hier seid und andere Restaurants lieber abtesten wollt, wie das Sushi oder der Tempayaki Grill, würde ich euch auf jeden Fall mehr empfehlen als jetzt die Thai Machine. Wir waren jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr hier auf dem Schiff, deswegen wollten wir es mal testen, aber ich glaube, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr es nicht macht. Ja, ist natürlich alles Geschmackssache, das ist jetzt meine Meinung zum Thai Machine Restaurant und ja. Aber ich hoffe, die Eindrücke haben euch trotzdem gefallen. Moni, zeig doch mal deine Lieblingsbar. Also am schönsten, muss ich sagen, finde ich die Rossini Bar. Die seht ihr jetzt hier auf Deck 6. Vom Design her, muss ich sagen, finde ich die echt richtig schick. Sieht man hier. Genau, aber was auch noch echt schön ist, ist die Lanai Bar auf Deck 7. Vorne, glaube ich. Oder hinten. Eins von beiden. Auf jeden Fall, das sind so meine 2 Lieblingsbars. Moni, zeig doch mal die schönste Aussicht. Ja gut, es gibt viele Möglichkeiten mit der schönsten Aussicht. Ich bin jetzt am vordersten Punkt, wo man als Passagier hinkommt. Ja. Was natürlich immer schön ist, wenn man hier vorne steht und das Schiff in den Hafen reinfährt, hat man echt einen schönen Ausblick. Aber auch ganz hinten gibt es einen schönen Ausblick, den zeige ich euch auch noch. Also auch von den Balkonen, überall an Deck kann man hier wirklich echt schöne Aussichten genießen. Aber eins der schönsten, auch wenn man hier in einen Hafen fährt, ist hier ganz vorne am Bug. Moni, zeig doch mal das Tagesprogramm auf dem Schiff. Ja, ich bin nicht mehr auf dem Schiff, ich bin schon wieder zu Hause. Habe aber die Maya Idas mal mitgenommen, um euch das mal zu zeigen. Also bei uns auf dem Schiff wurden die jeden Abend an die Kabine getan. So war das auch immer früher, aber ich habe mittlerweile auch schon im Internet gesehen, dass es die digital gibt und nur auf Anfrage, wenn man auf sich an irgendeinem Punkt dann sammelt, dass man die dann abholen kann, auch in Papierform. Ja, ist natürlich umstritten, jeden Tag sowas auszudrücken für so viele Passagiere und so weiter, aber ich finde es in Papierform auch ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. Naja, egal, ich habe jetzt hier einige Maya Ida heute, um euch zu zeigen, was denn hier so Programm ist. Fangen wir an mit dem Seetag Maya Aida heute, weil da ist natürlich das Programm immer am größten. Ja, ihr seht, ihr könnt auch sonst mal Pause machen und dann sehen, was da jetzt alles
drauf ist. Ich habe mir jetzt, das war jetzt an Heiligabend, deswegen habe ich mir jetzt hier Weihnachtssingen angekreuzt. Aber es gab jetzt auch noch Tanzkurse, gibt es natürlich. Hier gibt es weitere Tanzkurse mittags. Was habe ich mir angekreuzt? Familienaktion, Weihnachtsbescherung, Kreativshop, Makramee, Weihnachtssterne mit ihren Gastgebern. Das hatte ich mir auch überlegt, habe ich aber zeitlich nicht mehr geschafft. Es gibt verschiedene Kunstauktionen, Workshops, Haarstyling, Kennenlernen mit den Gastgebern und dann auch abends gibt es natürlich immer ein Programm, hier TV-Show Wer wird Millionär, also da wird auf dem Schiff halt Wer wird Millionär gespielt, das ist auch mal ganz lustig, ja, Rentierdart, große AIDA Weihnachtsgala, es gibt immer abends immer meistens eine Show im Theatrium, dann gibt es natürlich auch immer, wo steht es, die Primetime, ja, Rumtasting und das Plus bedeutet immer, dass es Aufpreis kostet. Der Stift, dass man sich eintragen muss dafür und das Telefon, dass man sich über das Servicetelefon anmelden kann. Ja, also das ist jetzt mal so vom Seetag. Ja, jetzt haben wir hier noch Funchal, das war der erste Weihnachtstag. Dann haben wir hier Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote. Gran Canaria lassen wir mal aus, weil das war auch Anreisetag. Da ist wahrscheinlich nicht so viel. Gucken wir mal bei Fuerteventura rein. Wie gesagt, wenn ihr das genau lesen wollt, macht einfach jetzt Pause. Ja, was haben wir hier? Shuffleboard, Tischtennistreff. Also ihr seht, wenn Hafentag ist, ist natürlich viel abgespeckter. Da ist Vor- und Nachmittag zusammengelegt, weil die meisten natürlich auf Ausflügen oder an Land sind. Deswegen wird auch nicht so viel Programm geboten. Und die Sportprogramme, also Fitnessprogramme, sind separat. Diese werden nicht hier aufgeführt. Die bekommt ihr dann über online, über Downloads, über das Sportportal oder beim Fitnessstudio. Und dann hier haben wir aber abends ja, Blitzmaniküre, Dartturnier, kanarische Saunanacht, AIDA Clubby Disco, also für Kinder, natürlich die AIDA Primetime, dann haben wir Tanzkurs wieder, dann haben wir Sail Away, AIDA legt ab, TV-Show, wer weiß denn sowas, die Show Steampunk Circus, ja, bis abends, dann gibt es hier natürlich auch noch Partys und so weiter, also ja, das ist jetzt auch mal ein Auszug aus Fuerteventura und machen wir noch schnell Lanzarote. Genau. Ja, hier seht ihr auch Vor- und Nachmittag wieder abgespeckt. Tagsüber, also von, ihr könnt immer Minigolf spielen, es wird einfach nur aufgeführt hier. Genau, und dann ab 7.30 Uhr bis 15 Uhr ist eigentlich nichts an Programm hier. Ja, hier gibt es Spieletreff und dann Kreativworkshop wieder. Ah, wusste ich gar nicht, dass da an dem Tag auch Makramee-Workshop gab. Habe ich überlesen. Dann hier Virtual Reality, wieder Tanzkurse und dann abends halt wieder verschiedene Clubby-Disco, Sail Away und die Show AIDA Diamonds und wieder Quiz, Late Night Shuffleboard und abends natürlich wieder Party. Ja, das ist so ein Auszug vom Programm. Und bei der Maya AIDA heute habt ihr auch immer, was ganz gut ist, hier so ein Tipp, wo ihr zum Hafen, also was Wissenswertes und halt Sehenswürdigkeiten in der Nähe, die sind dann hier mit den eingezeichnet. Und das, wenn man zum Beispiel keinen Ausflug gebucht hat, kann man da auch nochmal gucken, was man Sehenswertes sehen kann auf dem Hafengang. Genau, also ist auch mal ganz praktisch hier die Maya AIDA. Lese ich immer sehr gerne abends im Bett auf der Kabine. Ja, und das war das Moni zeigt mal AIDA Cosma Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das meiste, was euch interessiert hat, war Essen und Shopping. Genau. Ja, es ist wirklich ein sehr großes Schiff, ein wunderschönes Schiff. Man findet sich am Anfang überhaupt nicht zurecht. Man verläuft sich, man weiß nicht, ob vorne, hinten, links, rechts. Es gibt aber immer an jedem Aufzug einen Wegweiser und auch in der App könnt ihr den Wegweiser aufmachen, um zu gucken, wo es ist. Mittlerweile beim zweiten Besuch jetzt hier bei AIDA Cosma komme ich relativ gut zurecht, aber ich weiß, dass viele strugglen und immer noch den Weg suchen. Aber ja, ein sehr großes Schiff. Ich bin aber immer noch, glaube ich, ein bisschen Fan von den kleineren Schiffen, muss ich sagen. Ja, aber das war's. Das war das Moni zeigt mal von AIDA Cosma. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.